spaßigen Stream Dings. Ja, wir haben noch viele, viele spaßige Challenges vor uns. Zum Beispiel, ich glaube, Walker Walker müssen wir machen. Ich glaube, das ergibt Sinn. Ich weiß auch wieder, welche Challenge das war. Das war, wir haben diese Magneto-Tiers und Anti-Gravity. Und das in Kombination ist nicht sonderlich gut. Aber wir schalten da, glaube ich, ein ziemlich gutes Item frei. Nämlich die Sensen. Und deswegen, verzeiht, aber es ist nicht die grauenhafteste Challenge. Die haben wir schon in erstaunlich kurzer Zeit heute abgeschlossen. Ich hatte mit längerem gerechnet. So, wir ziehen zum Beispiel Monstros die ganze Zeit hinter uns her. Was auch eine Sache ist. Wir saugen halt alles mit diesen Tränen an. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Seien's nun die Bossgegner, seien's nun normale Gegner, alles. Und das macht die Challenge nicht unbedingt einfach. Aber die Belohnung, die wir kriegen, die ist allererste Sahne. Hallo Gimpy. Ja, wir sind fast tot, aber wir haben Gimpy. Gimpy wird uns retten. Hoffe ich. Er hat uns nicht gerettet. Gimpy rettet uns nicht. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Okay, so, gib mir den Schlüssel. Ich entschuldige mich übrigens dafür, dass der letzte Stream so abrupt endete. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Gruppe heute stattfindet, weil ich nichts gehört habe. Und es war Chaos. Es war ein Chaos. So, spinnen, 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 spinnen. Sterbt Spinnen! Geht weg! Geht weg! Wir haben auch keine Itemräume. Ja, das könnte sicherheitsschwieriger erweisen. Das könnte sicherheitsschwieriger erweisen. Hallo Duke Man! Du hättest bestimmt nichts dagegen, einfach hinter mir her zu fliegen, oder? Auf sicherer Distanz. Ich meine ja nur. Will ich mehr Range? Eigentlich nicht. Ich nehme es aber, weil es das Einzige ist, was wir kriegen. Weil es das Einzige ist, was wir kriegen. Bombe. Kaboom. Yes. Okay. Vollkommen falscher Weg. Oh, bitte sei kein. Es ist ein Kackraum. Warum? Warum tut ihr mir das nur immer wieder an? Warum tut ihr mir das immer wieder an? Ja, wie gesagt, wenn wir hiermit durch sind, wird alles um einiges angenehmer. Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir machen noch ein, zwei Greed Mode Runs und gucken, was dabei rauskommt. Ja. Das dürfte zumindest in irgendeiner Form spannend werden. Auch wenn ich mich am überlegen bin, mit wem wir am besten den Greed Mode Run machen. Mit wem wir das am besten machen. Gib mir Statistik. Encoder, Frame Drops, ja. Ja. Yeah. Ich wollte nur kurz die Statistik haben, wie Frame Drop technisch alles aussieht.
Aber offenbar sieht es sehr, sehr gut aus. Offenbar droppen wir keine Frames. Ja. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Auch wenn ich am Überlegen bin, wen nehmen wir denn gleich zum Breed Mode? Ich würde sagen Isaac. Ich würde sagen Isaac. Aber den hatten wir noch nicht. Was wiederum bedeutet. Obwohl, dann würde ich eh machen. Na, ist mir egal, wir machen gleich noch was mit Isaac. Wenn wir das hier geschafft haben, machen wir Isaac. Greed Mode Runs. In der Hoffnung, da irgendwas freischalten zu können. Weil die anderen schweren Challenges, auf die habe ich jetzt gerade wenig Lust. Der Blue Bomber wird scheiße, weil wir da nur mit Bomben kämpfen können. Die, es gab noch eine andere Challenge. Ach ja, Brains. Nun, Brains. Bekämpfen mit drei Box-Brains. Es ist lustig. Aber es gehört auch zu den Dingen, die ich gerne vermeiden würde. Genauso wie gegen Monster zu kämpfen, weil je mehr Sachen wir in eine Ecke packen, desto mehr wird Monstro auf uns fliegen. Und das gehört nicht zu den Dingen, die ich schätze. Damage. Damage hingegen schätze ich sehr. Schnell fliegende Hochdamage-Tränen. Das ist in irgendeiner Form fantastisch. Lass mich gucken, ob ich mich in den Devil Deal mogeln kann. Das wäre eine Aktion. Das wäre doch was. Nee. Speed. Aber wir werden langsamer. Diarrhea. Haben alles verloren. Und können jede Sekunde sterben. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Das ist der Isaac Kick, wie wir ihn kennen und lieben. Wie wir ihn kennen und lieben. Wie wir ihn kennen und lieben. Au. Ah, Hilfe. Das ist übrigens die einzige Methode, wo ich wirklich mit den A, B, X, Y-Tasten schieße. Weil sonst schieße ich immer mit dem rechten Control-Stick, aber hier macht das keinen Sinn, weil dann würde ich die ganze Zeit nur die spawnen und dann passiert das gleiche, was mit Monstro passiert ist. Also nichts Gutes. Gegner, die in uns reinfliegen. Ha, Gegner, die in uns reinfliegen. Das wird ein, das wird ein uns verfolgendes Problem, denke ich. Das wird ein uns verfolgendes Problem. Geht weg. Weg mit euch, weg mit euch. So. Zack. Wir haben nur noch ein Herz. Ne, halbes. Anderthalb. Easy. Anderthalb! Huh. Das lässt mich nicht unbedingt Freudenspringer aufführen. Oh. Zu erheblichen Frame Drops. Erhebliche Frame Drops sehen anders aus. Ich glaube, ich habe 10 gedroppt. Lass mich mal gucken. Frame Drops. Statistiken anzeigen. Langsame Frames. Ja, wir haben bis jetzt, glaube ich, nur 10 gedroppt. Und 10 würde ich nicht als dramatisch bezeichnen. 10 würde ich nicht als dramatisch bezeichnen. Wenn ich jetzt dauerhaft droppen würde. Okay. Aber einmal 10. Ja. Helft down.
Fantastisch. Wir haben Half Down. Lass mich das mal restarten. Oh, der Pakt. Oh nein. Oh nein. Der Pakt. Damage und Tears up. Ja, wir sind so hart schnell. Wir können schnell feuern. Damage ist mittel. Theoretisch haben wir ja alles, was es braucht, um irgendwie durchzukommen. Dann muss man sich halt nur wieder dran gewöhnen, dass meine Tränen alles anziehen. Das ist immer so der Hauptpunkt. Lass mich das spielen. Ah, the Small Rock. Ein kleiner Stein für uns. Ein kleiner Stein für uns. Okay. Ich würde sehr gerne den Knopf drücken. Hey, gib mir eine Bombe, damit ich den Knopf drücken kann. Hey. Los. Gib mir Bomben. Bomben. Oh yeah, Bomben. Ah. Mace. Bam. Ja. Der Knopf ist Bullshit. Ja, wir werden vor allem Probleme kriegen, wenn Gegner auf uns zustürmen. Von sich aus. Weil wenn die Gegner von sich aus auf uns zustürmen, werden sie einfach nur noch viel, viel schneller auf uns zustürmen. Hey, Duke Man. Möchtest du sterben? Würdest du mich einfach in Ruhe lassen und gehen? Dankeschön. Range and Luck. Nicht unbedingt die Stats, die ich jetzt brauche. Nicht unbedingt die Stats, die ich jetzt brauche. Da ist noch ein Tinted Rock. Das sehe ich sogar ganz ohne Dwayne the Tinted Rock Johnson. Wenn ich da sprenge. Yes! Das hätte auch fürchterlich schief gehen können. Okay, wir haben Geld. Da solltet ihr in den Shop gucken. Definitiv, definitiv. Jo. Jo. Weg. Ack. Anstrengend. Was haben wir da? Two of Diamonds. Das ist okay. Buddy in a Box. Buddy in a Box. Nee. Das ist alles Bullshit. Hallo, Monstro. Auch schon hier. Auch schon hier. Ja, also damage-technisch sieht es gut aus. Lebenstechnisch noch nicht so. Aber das kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. So, weg. Monstro weg. Monstro down. Wir werden etwas schneller und noch schneller. Und mehr Damage. Vor allem das schneller werden. Extrem gut. Ein schwarzes Herz, dann lass mich nochmal gucken, was die Ebene sonst noch so zu bieten hat. Dann lass mich gucken, was die Ebene sonst noch so zu bieten hat. Weg. Ja, ja, ja. Spinnen, spinnen, spinnen. Spinnen! Okay. So, 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 so. So, so, so. Und immer schön dran denken, die Tasten hämmern. Tasten hämmern. Denn das bringt am meisten? Bringt's wirklich am meisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir bis Marm kommen müssen. Und gerade 7 Damage haben. Aber extrem schnell feuern können. Und dass Gegner in unsere Tränen gesaugt werden. Und auch alles andere. Au. Wie gesagt, Gegner, die von sich aus auf uns zugestimmt bekommen, die werden ein bisschen ein Problem. Die werden so ein klitzekleines bisschen ein Problem.
Aber ansonsten. Weg. Geht weg. Geht weg. So. Ich würde auch vorschlagen, ich fasse den Stream und den letzten Stream zusammen und werde beide am gleichen Tag veröffentlichen. Ich werde beide einfach am gleichen Tag veröffentlichen. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Auch wenn ich mir dadurch eine Menge Arbeit sparen könnte, aber... Super Brad. Super Brad. Natürlich könnte ich mir eine Menge Arbeit sparen. Oh Gott, das war knapp. Aber, um ehrlich zu sein, ist es mir egal. Es ist mir egal, dann kriegt ihr halt mehr Isaac. Nur wenn ich den Stream zweimal starten muss. Ja. Ja, das ist dann halt so. Alles cool. Na, 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 na. Lass mich dich sprengen. Lass dich sprengen. Das wäre gut. Das wäre auch gut. Die Black Candle! Ich brauch die Black! Ich brauch die Black Candle! Ja, mit den Münzen! Ja, mit der Black Candle! Ich will die Black Candle! Nur für die von euch, die es nicht wissen. Die macht uns immun gegen alle Flüche. Und gibt uns ein schwarzes Herz. Und gibt uns ein schwarzes Herz. Kann ich euch so einfach sprengen? Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn gemacht hat, aber... Oh, Cancer. Ja. Wir können jetzt mega schnell schießen. Wir haben quasi Soymilk mit richtigem Damage. Oh Gott, das wird so hart in die Hose gehen. Das wird so hart in die Hose gehen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Oh, sorry. Oh. Sorry, sorry, sorry. So. Au. Natürlich erwischt mich die Superform. Was erwarte ich auch? Dann, geh weg. Oh. Damit können wir Verwirrungstaktiken launchen. Hallo, Pipi. Bye, Pipi. 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 Und weiter. Warum nehme ich das überhaupt noch mit? Ugh. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Lass das sprengen. Okay, was auch immer das jetzt ist. Ja, damit. Geh weg. Geh weg, du Popo-Furunkel. Geh weg, Furunkel. Oh nein, nicht du. Der Inbegriff des auf uns zustürmens. Der Inbegriff des auf uns zustürmens. Aber wir haben ihn überlebt. Aber wir haben Schaden genommen. Aber wir haben Schaden genommen. Oh Gott. Oh Gott. Das, das könnte in die Hose gehen. So ein klitzekleines bisschen. Geht weg. Ah! Hilfe! Zum Glück machen wir ordentlich Damage. Aber Hilfe! Hilfe! Hä, was? Wie kommen wir auf 3? Wieso haben wir 3 Tiers? Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber okay. Wieso haben wir von uns aus 3 Tiers? Fragen über Fragen über Fragen. Nee.
Nee. West, da können noch halbe rote Herzen spawnen. Okay. Hey, Hollow. Never mind. Never mind, Hollow. Krampus! Hallo, du! Was geht ab? Das können wir mitnehmen, denke ich. Was auch immer. Was auch immer. Was gibt's hier im Shop? Oh, more options. Ich hätte sogar more options. Ah! Ich brauche doch nur eine Münze. Komm schon. Her damit. Wo ist meine Münze? Hm. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber wo ist meine Münze? Hey. Ich will meine Münze. Yes! Münze! Ich bin in Sicherheit. Wir haben die Münze, 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 Münze. Und können uns mehr Optionen kaufen. Lass uns nur noch einmal was bringen wird. Aber trotzdem. Und sonst. Ja, wir haben heute halt echt schon die nervtötendste Challenge von allen geschafft. Back Asswards. Back Asswards. Ich hasse diese Challenge. Los, kommt her. Lass mich hier aus dem Raum verschwinden, bevor irgendwas Blödes passiert. Irgendwas Blödes. Hallo, Little Horn. Ding. Ich kann mir keine Sache vorstellen, in der das vom Vorteil sein wird. Jetzt komm her! Das hilft nicht. Das hilft so überhaupt nicht. Gib mir Soul Hearts. Oder auch nicht. Ist mir jetzt auch egal. Ja, geil. Damit war nicht gemeint, bitte gib mir möglichst viele Trollbomben. Bitte gib mir möglichst viele Trollbomben. Hi. Hier ist noch einer. Golden Horseshoe. Okay. Der Moment, wenn es einem am Arm juckt, aber man nicht aufhören will zu spielen und sich dann mit dem Controller kratzt. So weit war es bei mir gerade. Hilfe. Okay, was haben wir hier Schönes? Joker. Joker. Wir nehmen dich mit und dich mit. Weiß noch nicht genau, wofür das gut sein wird, aber es wird für irgendwas gut sein. Könnt ihr euch drauf fassen. Münze! Münze! Meine Münze. Meine Münze. So. Oh nein. Oh, es sind nur die Mini-Dukies. Es sind nur die Mini-Dukies. Ah, oh, Fuse Cutter. Damit würden wir uns die Trollbomben vom Hals schaffen. Damit könnten wir uns Trollbomben vom Hals schaffen. Zum Glück haben wir die tote Katze. Zum Glück haben wir die tote Katze. Ah.
Master of Lockpicking. Ich weiß ja nicht. Au. Ihr seid mir zu explosiv. Vor allem die Tatsache, dass ihr mir wieso schon hinterherlauft. Das macht die ganze Sache nicht angenehmer, wisst ihr das? Bloat. Hallo Bloat. Komm vorbei, um zu sterben. Stirb, Bloat. Wie wär's? Geh weg. Geh bloß weg. Let Clean Luck Up. Ach, nur noch eine Ebene. Nur noch eine Ebene. Jetzt kommt bei dir zu erheblichen Frame Drops. Ich habe gemerkt, dass ich Frames droppe. Gib mir die Statistik. Das sind halt wieder mal 10. Nochmal 10 gedroppt. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir hier irgendwelche Probleme haben. Nur weil wir mal 10 droppen. Oh, Bob's Brain. Warum nicht? Warum nicht? Hallo, Monstro 2. Au. Ups. So. Wir haben halt nochmal 10 gedroppt. Das ist noch vollkommen im Rahmen. Da gas die Purity. Purity. Okay, Nose Goblin. Seems magic. Weiß ja nicht. Ich will keine Popel. Danke. Ich will keine Popel. Weg. Weg. Weg, weg, weg. Kein Greed. Das ist nett. Das ist nett. Komm her, Bombe. Dich brauchen wir vielleicht. Komische Köpfe, komische Köpfe. Wirklich kein Geheimraum hier. Vielleicht da. Mysteriös. Mysteriös. Aber irgendwo verbirgt sich hier ein Boss. Miniboss. Irgendwo hier verbirgt sich ein Miniboss. So viel. Weiß ich. Ja, ich habe keine Lust auf den Scheiß. Danke. Au. Ecoli. Das hält die, glaube ich, näher an mich. Das brauchen wir nicht unbedingt. Oh. Bob's Brain ist eine Megabombe. Das sollten wir im Auge behalten, denke ich. Möglichst weit vom Gegnern weg sein. Zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis genommen. Das können wir sprengen. Das können wir sprengen. Dankeschön. Augenlose Fettis. Augenlose Fettis. So, letzter Kampf. Letzter Kampf. Ich bin bereit. Hi, Mami. Das läuft erstaunlich gut. Das läuft erstaunlich gut. Lalalalalala. Klar. Little Brimstone nehmen wir mit. Dann können wir auch mal hier gucken. Ja, damit. Können wir auch mal hier gucken. Ich meine, wir können das mitnehmen. Weil im schlimmsten Fall werden wir sterben. Und dann dürfen wir im Raum vor uns wieder rauskommen. Und das ist bei Weitem das Schlimmste, was uns passieren kann. Deswegen. Komm her. Stirb. Hallo Engel.
Hallo Campus, danke, dass du den für uns gekillt hast. Sehr nett von dir. Wie wär's, deine Mitarbeit zu schätzen? Blow. Au. Sterb! Ah, gönn links! Au. Lass mich mal einfach sterben, okay? Ups. Ja, sorry, dass wir das nicht machen können. Sorry! Death's Touch! Oh yeah! Okay, was für Challenges hätten wir sonst noch? Ich glaube, wir müssen The Family Man oder The Host machen. The Family Man, glaube ich. Wir sind conjoined, das höre ich. Wir können halt nicht selbst schießen. Aber wir haben diese drei munteren Gesellen dabei, die uns tatkräftig zur Seite stehen. Und mit ihnen wird es unsere Aufgabe, Isaac zu besiegen. Ich würde sagen, das können wir nochmal machen. Wir haben nämlich zu Anfang direkt BFFs, was unsere Begleiter stärker macht. Was in diesem Fall quasi unerlässlich ist. Ist auf jeden Fall das beste Item, was wir haben können. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir es haben. Weil sonst wäre das, glaube ich, grauenhaft. Das ist ein gutes Training für unseren nächsten normalen Isaac Run. Ah, nur ein Soul Heart. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, und conjoined sehen wir zum ersten Mal. Wir haben diese beiden Tumore, die aus uns wachsen. Und im Normalfall würden wir jetzt drei trennen von uns geben statt einer. Was ich leider nicht demonstrieren kann, weil wir nicht schießen können. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Dann gehen wir weiter. Weiter. Ich bin sowieso überrascht, dass das so gut funktioniert mit dem Stream. Quasi rein internettechnisch. Rein internettechnisch. Zuschauertechnisch. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Okay. Okay. Oh. Wir haben wieder 8 verloren. Wir haben wieder 8 Frames verloren. Das will ich immer noch nicht als erheblich einstufen, aber was auch immer. Sterbt. Ja, das lief nicht gut. Das lief nicht so gut, wie es hätte laufen können. Ah. Wir öffnen den Bosskampfraum nicht. Dank Dad's Key öffnen wir jede Tür, außer die zum Bosskampfraum. Interessant. Lass mich mal kurz etwas abkürzen. Der Bosskampfraum denkt, er ist was Besonderes. Der Bosskampfraum denkt, er ist was Besseres. Besser als wir. Dazu muss ich euch sagen, vielleicht hat er recht. Er kann aber auch einfach nur arrogant sein. Was die größere Wahrscheinlichkeit hat. Gott.
Kein Super Secret Geheimraum. Enttäuschend. Ich hätte gerne mehr Begleiter, okay. Ich hätte gerne mehr Begleiter. Hätten wir dann auch wen, den wir mal eben rausrücken könnten. Oh, Larry. Hallo, Larry. Larry Junior. Ich wäre mit allen Begleitern zufrieden, aber ich hätte gerne einen, der, ihr wisst schon. Der spektrale Tränen hat. Spektrale Tränen. Aber wir haben Dark Matter und Dark Bomb. Er will unser Leben nehmen. Und er ist in Soulhearts verwandelt, der Brave. Brave kleine Lümmel. Ah. Dark Bomb muss man einfach lieb haben. Hier ist kein Super Secret Geheimraum. Enttäuschend. Enttäuschend, dann muss der da sein. Jo. Okay. Wiggle Woggle. Und der andere. Ja, nee. Ja, nee. Nee. Einfach, nee. Öffne mir den Shop für Lau, bitte. Nichts besonders Interessantes. Wir haben hier zwei Münzen. Warum hebe ich den Scheiß auf? Keine Ahnung. Gib mir mehr Herzen. Hab dein Herz für mich. Ich würde sogar den kleinen Chatty mitnehmen. Den kleinen Chat. Sogar den würde jetzt mitkommen. Alle Begleiter zu mir, bitte. Oh, ich sehe ein rotes Herz. Ich sehe ein rotes Herz. Fantastisch. Dark Farm. Sag mal. Nichts gegen dich, aber eine Spinne, wirklich? Wirklich eine Spinne? Nein. Nein, 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 nein. Dark Bomb? Nope. Wir müssen uns vielleicht ernsthaft unterhalten, wenn du weiterhin Spinnen spawnst. Anstatt leben. Und es wird keine schöne Unterhaltung, Dark Bomb. Also pass lieber auf. Pass auf. So, okay, weiter. Weiter im Text. Weiter im Text. So. Au. Wir können sterben. Jo, wir können sterben. Dann nehme ich lieber den Hairball mit, wenn wir ehrlich sind. Ich habe hier schon Probleme, okay? Ich habe hier schon Probleme, hier zu kämpfen. Dann hört auf mit diesen verdammten Scheißräumen. Und fangt lieber an, mir Leben zu geben. Leben, was von Dark Bomb konvertiert wird. Leben, was von Dark Bomb konvertiert wird. In blaue Herzen. In blaue Herzen. Ud Mushroom. Ud Mushroom. Ausnahmsweise. Weil er nicht viel Damage wegnimmt, okay? Weil er nicht viel Damage wegnimmt. Stirb. Es ist enttäuschend. Das ist besser. Das ist besser, aber ich hätte gern noch ein Soul Heart, bitte. Noch eins, bitte.
Oh, wir hätten uns einen Meat Boy basteln können. Wenn ich mehr Leben hätte, hätten wir uns einen Meat Boy basteln können. Den besten Meat Boy aller Zeiten. Den werden wir nie. Verzeiht. Aber ein super Meat Boy, das ist immer eine gute Sache. Duck Bam, ich hab da was für dich. Duck Bam. Oh, du mieser Kleiner. Da, nimm's mit. Danke. Danke, dass du endlich zur Vernunft kommst. Danke, dass du endlich zur Vernunft kommst. So können wir wenigstens etwas kämpfen, okay? Mit diesem Haarknäuel können wir wenigstens etwas kämpfen. Auch wenn es bei weitem nicht der angenehmste Kampf aller Zeiten ist. Hier können zwar offenbar blaue Herzen gespawnt werden, aber ich gehe kein Risiko ein. Ich gehe kein Risiko ein. Als ob ich ein Risiko eingehen würde. Niemals! Okay, Plazenta. 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 Ah, Plazenta. Ich hatte gehofft, wir würden vielleicht nochmal eine Devil-Yield-Chance bekommen im letzten Part. Ich habe mich leider geirrt. Vergebens gehofft. Vergebens gehofft. Stirb, Schlüsselbettler. Für dich haben wir hier keine Zeit. Oh shit. Telepilz. Paralysis. Paralyse. Nichts Gutes, aber hey. Imatemesis. Geht schön Blut spenden, Jungs. Geht brav Blut spenden. Oder was auch immer. Aber Blutspenden ist eine gute Sache. Blutspenden ist immer eine gute Sache. Dieses Wollknäuel. Dieses Haarknäuel. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich einfach nur fliegen könnte. Es geht mir nicht um die Gabi-Transformation. Ich will nur fliegen können. Ich will doch einfach nur fliegen können. Lucky Rock, there's something inside. Yo, Duck Bam. Go, go, go. Tu dein Bestes, mein Freund. Er wird Soul Hearts droppen, bis der Arzt kommt. Okay. Na, das waren genug. Das waren genug. Okay. Ich hätte gern irgendeinen Begleiter. Wenn ihr mich so fragt. Ich hätte gern irgendeinen Begleiter. Ja, damit. Und selbst wenn es ein unkontrollierbarer Little Brimstone wäre, ich würde ihn nehmen. Das ist übrigens der Hakenkreuz-Fatty. Der Belly Button. What's in there? Hatte ich nicht gesagt, dass ich fliegen können möchte? Ratet mal, wer jetzt fliegen kann. Also so gut wie ich. Ich kann fliegen. Ah, zack. Und ab dafür. Caves 2. Noch so viele Ebenen zu gehen. Noch so viele Ebenen zu gehen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Dagbam. Schreite deines Amtes. Nimm das rote Herz mit. Duck Bam. Wir zählen auf dich.
Hey, ich will das Ghost Baby, okay? Ich will das Ghost Baby. Ich will das Ghost Baby. Ach ja, und dadurch spawnen wir Fliegen. Fliegen, Fliegen, Fliegen. Geld. Gib mir mehr Geld. Gib mir mehr Geld. 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 Los. Los. Spawn dein Item. Na los, komm schon. Item. 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 Okay. Ich komme wieder. Ich komme wieder und du wirst mir das Item geben. Dass wir uns da verstehen. Gib mir das Ghost Baby. Gib mir das Ghost Baby. Das hätte ich doch so gern, das Ghost Baby. Denn es könnte durch die Steine schießen. Einfach durch Steine schießen. Oder wenn ich selbst Tränen hätte, dann wäre all das so einfach. Ja. Yeah. Breakfast. Eher gesagt Lunch. Gutes Frühstück. Los. Gib dich geschlagen. Ich weiß, dass du dich geschlagen geben wirst. Ich weiß es. Oh, wir haben Greed. Hallo, Greed. Ups. Bye, Greed. Schlüssel. Okay, was haben wir hier? Spaß. Natürlich, wie immer, Spaß. Und immer schön mit dem Haarball rumwirbeln, dann wird er größer. Dann wird er größer. Dann wird er größer. Yes! Der goldene Scheißerhaufen. Der goldene Scheißerhaufen. Der goldene Scheißerhaufen. Wir haben Geld, 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 Geld. Ja, jetzt brauchen wir nur noch eins. Mehr Begleiter. Damit wir mehr Damage machen. The world. The world. Das ist Paralyse. Das ist Power Pill. Damit sind wir ein Wizard. Und excited. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Verdammt! Nein! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Ich will nicht wieder den excited Ohrwurm. Bitte nicht. Ich verzichte. Okay, was haben wir da? Two of Diamonds. Two of Diamonds, solide. Diplopia, doppelte Item Vision. Doppelte Item Vision. So. Dann doppeltes Hive Mind. Sind die dann noch größer? Wheel of Fortune. Sind die dann noch größer? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das eine sinnvolle Sache war, aber... Aber wir haben es jetzt gemacht. La. Und es geht weiter zu Mama.
Oh yeah. Okay, alles gut. So, keine Flüche mehr. So, keine Flüche mehr. So, eine Flüche mehr. Und ich habe das aus Versehen eingesammelt. Ich habe das aus Versehen eingesammelt. So. Au. Ja, das ist nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Nicht hilfreich. So, lalala. Das ist der Rhythmus, wo man mit muss. So laut. Das, was ich gerade verloren habe. Fantastisch. Friends till the end. Freunde bis zum Ende. Was ist das? Haggerlass. Wir könnten irgendwas Hagger lassen. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das will. Aber ich denke gerne drüber nach. Wenn ihr mich so fragt. Wenn ihr mich so fragt, ich denke gerne drüber nach. The Tower. Okay. Okay. So. Wir haben den Rucksack. Und können ein Dings mitnehmen. PhD, wir kriegen bessere Pillen. Das ist zu wünschen. Pheromones. Dann haben wir Pheromone. Pheromone, Pheromone. Können immer noch Hagger lassen. Das ist auch gut. Dann den Mod Buddy. Den Mod Buddy nehme ich mit. Ich warte auf was anderes. Nee. Nee. Auch nicht. Ich habe darauf gewartet, dass wir das kriegen, damit wir mehr Begleiter haben. Leider wurde ich enttäuscht. Aber wir haben dafür andere nette Sachen, die das Leben schöner machen. Andere nette Sachen, die unser Leben schöner machen. Explosive Sprengstoff-Heinis. Forty-eight hour energy. It's judgment. Lass dich in die Luft jagen, okay? Das erhöht nämlich unsere Chance auf die jetzt. Jetzt lass mich endlich weiter. Oh Gott. Sprengung. Steven. Yo, Steven. Yo, Steven. Okay, nimm mit. Das hätten wir gehaggerlässt. Alles könnte eine Lackabmünze sein. Ist es nicht. Fantastisch. Au. Nimm das mit. Das kann ich gar nicht brauchen. Noch mehr rote Herzcontainer. So. Mami. Würdest du bitte nicht das haben? Das Polaroid. Ghost Baby, the Spectral Buddy. Von dir habe ich die ganze Zeit geredet. Die wollte ich haben. Yes. Mehr Begleiter für uns. Oh yeah. Jetzt müsste ich nur noch. Lass mich weg. Da wollte ich nämlich nicht hin. Das sah nicht so nett aus. Denn wie ihr gesehen habt, mit dem leuchtenden Hourglass. Wir drehen die Zeit zurück. Wir können uns aus dem Raum teleportieren, was
oftmals nicht hilfreich ist. Weil es halt einfach nur dafür sorgt, dass wir den Raum nochmal machen können. Aber manchmal doch extrem hilfreich sein kann. Deshalb, ich bin froh, dass wir es dabei haben. Einfach so für den Fall der Fälle. Dann nehmen wir an, sowas passiert, dann kann man sich zurückwarpen. Und versuchen es jetzt besser zu machen. Weil ich nicht unnötig Leben verlieren möchte. Ah, wir tun es trotzdem. Ja, ist mir dann auch egal. Also, ist es nicht, aber man muss auch irgendwann Prioritäten setzen. Soul Hearts, yes. Und wir haben ein Rerolled Dice Chart. Geheimraum. Irgendeine Art. Ich kenne mich aus. Ich bin Experte. Okay, wir können dich sprengen. Und dann können wir hier ein bisschen dran donaten. Warum mache ich das? Das ergibt keinen Sinn. Dagas! Ja, hätten wir uns auch aufbewahren können. Aber wir haben ja die Black Candle. Glaube ich. Ja, haben wir. Oh nein, Skrullrex. Jo, zeig deinen Popo. Zeig mir deinen Poppes. Ja. Ist nervig. Danke, Modbody. Wäre nicht nötig gewesen. Okay, Tears up. Was auch immer. Reroll, das können wir mitnehmen. Und den können wir auch mitnehmen. Es sind ein richtiger Familienausflug jetzt. Easy. So, Womp 2. Wir sind fast durch. Ich würde sagen. Let's go. Au. Family man. Family man. Wenn wir Tränen hätten. Dann würden sie jetzt aussehen wie kleine Pennies. Los, Darkbaum, schreite zur Tat. Ah, nicht so optimal. Okay, ich würde sagen, ja, das ist hier noch zu Ende. Und dann ist die Zeit, die ich für Stream habe, leider auch schon um. Ich hätte mich gerne noch ein bisschen Pause. Oh Gott. Infested. Oh Gott. Friends till the end. Sterbt, ihr Säcke. Nein. Nein. Gib mir was, was schneller geht, okay? Suicide King. Demo, man. Das war mit Bomben, oder? Yo. Wir sind der Demo, Mann. Solange wir das Ding da haben, geht's eigentlich, weil wir selbst bestimmen können, wann unsere Bomben explodieren. Ah, insgesamt ist das nicht so
angenehm, diese Bomben zu haben. Weil sie nicht richtig mit unserem Damage skalieren. Wir haben ziemlich viele Kisten hier. Darf ich das erwähnen? Ziemlich viele Kisten. Temporary Psychic Shot. Your Bible. Wir können die halt jetzt deutlich früher aktivieren, die Bomben. Was sehr hilfreich ist. Weil es uns erlaubt, mit den Bomben tatsächlich irgendetwas zu machen. Und die Gegner zu treffen, die ich treffen will. Steam Sale! Alles 50% reduziert. Das ist gut. Boss. Hallo Monster. Ich hoffe, es geht gut. Mein Alter. Ich hoffe, es geht dir gut. So. Wir haben keine Itemräume, das ist auch schlecht. Fragezeichenkarte. Shiny Rocket shines for its brother. Nee. Okay, also eigentlich. Ja. Da ist er. Easy. Ah. Darüber reden wir nicht. Gut. Was ist das für eine Karte? Hangman, besser als, ich kann mein, Spacebar-Item, was sowieso keine Aufladung braucht, unendlich einsetzen. Das, brauche ich nicht unbedingt. Sprengung! Sprengen! Wir alles in die Luft. Gut. Remote Pump Detonator. Seht ihr, wenn wir jetzt vorher nämlich das andere eingesammelt hätten, dann hätten wir keinen Soul Heart gekriegt, sondern ein rotes Herz. Was auch nicht immer schlecht ist, aber man nach Möglichkeit nicht will. Nach Möglichkeit benutzen. Geht weg. Geht weg. So. Lasst euch nicht jagen. Das gefällt mir. Irgendwo hier hops noch einer von euch rum. Wo bist du? Wer hat dir erlaubt, dahin zu gehen? Wer? Verrätst du es mir? Nein? Verdammt. Okay, PH. Lass mich mal Coupon. Danke. So, was haben wir? Range up. Ein Geschenk. More Options. Yes. There's more Trinket Room. Okay. Peace Dog. Nice. Telepills. Karte ist gut. Mom's Coin Purse. Range up. Telepills. Tears up. Tears up. Größer werden. Größer werden ist nicht unbedingt das, was ich jetzt will. Ich melde mich aber. Ich komme auf dich zurück. Ich komme auf dich zurück, wenn ich größer werden will. Ist das ein Angebot? Das ist ein Angebot. Können Sie nicht ablehnen. Easy. So, dann gib mir mal eben Geld. Damit wir uns den Sackkopf kaufen können. Damit ich mir den Sackkopf kaufen kann. Seht ihr, wie viel schwieriger es wird, irgendetwas zu timen, wenn man die Bomben nicht selbst töten kann? Ja? Gut. So, dann werden wir jetzt mal eben das Spiel ein bisschen breaken.
Jetzt spiel ein bisschen Breaken. So. Das wollte ich gerade haben. Das wollte ich. Aber was kriege ich? Nichts. Ja, wieder. Klar. Ja, wieder klar. Im letzten wäre das so gut gewesen. Wisst ihr, warum das funktioniert? Wir kriegen nämlich mehr Geld, als wir ausgeben. Dadurch, dass wir ja, halt diesen Spotlight Penny haben, der uns immer was gibt, wenn wir getroffen werden. Oh, das wird noch extremer. Es wird noch extremer, weil wir haben auch noch die Piggy Bank. Das heißt, wir kriegen noch mehr Geld. Alles, was wir brauchen, sind ein paar Meditaro Cloth. Two of Spades, ja. Mom's Box. What's inside? What's inside? Ah, einiges. Wie mir scheint, Vibrant Bulb. It needs power. So, Vibrant Bulb. It needs power. Ah, nee, gib mir das. I'm World, Quicker Charge, gotta fetch them all. Remote Tier Detonator. Dann die Black Candle. Die Black Candle. Und jetzt können wir das Ganze weiterführen. Zumindest ein kleines bisschen. Lass mich das. Ja, damit. Lenkart. Das Ding. Champions Belt. Nightlight. Und dann müssen wir wieder Geld holen. Und dann machen wir das jetzt so lange, bis wir irgendwas Cooles finden, was dafür sorgt, dass der Shop andere Item Pools kriegt. BFFFs. Klar. Storage. Store Energy. Klar. School Bag Extra Item Room. Warm Plus One. Warm's Key. Mama Mega. Ja, her damit. Und, ich hoffe, ihr hattet heute nichts mehr vor. Also, ich hatte schon was vor, aber das hat sich jetzt erledigt. Den Char. Ja, das will ich nicht. Whatever. Item Habit. Das will ich nicht. So, dann. Lass mich mal weitergehen. Lass mich weitergehen. Ich denke, wir haben genug. Fürs Erste haben wir genug. Wir müssen ja schließlich auch noch fertig werden. Und zwar nach Möglichkeit irgendwann in der nächsten Zeit. Irgendwann in der nächsten Zeit. Okay, so breakt man das Game. Etwas. Es würde viel schneller gehen, wenn andere Sachen noch erfüllt werden würden. Aber es wird schon schnell genug gehen. Lass mich das mal kurz mitnehmen. Der Boss, nehmen wir das. Was auch immer. Ready Fly, Explosive Diarrhea. Explosive Diarrhea. Was auch immer. Was auch immer. So, dann nehmen wir das und dann gehen wir weiter. Easy. Ich brauche Chaos. Weil durch Chaos würden wir ziemlich viele Bomben-Items kriegen. Und Bomben-Items hätte ich sehr gern. Bomben-Items wären etwas, was ich jetzt sehr, sehr gerne hätte. Was ich einfach sehr, sehr gerne hätte. Lass dich in die Luft jagen. Geld, Geld, Geld. Theoretisch könnten wir uns durchsprengen. Das ist richtig, meine Freunde. Das ist richtig. Ich mach's aber äußerst ungern.
mich durch die Gegend sprengen, weil das kann fürchterlich schief gehen. Im Normalfall. Aber da uns wahrscheinlich nicht die Bomben ausgehen. Chaos! Chaos, du wirst uns retten. Little Horn, fear him. Ja, nee. Gabby's head. Klar. Reusable Hive. So. Dann das. Dann Mr. Me. Mr. Me can do. So, dann müssen wir noch ein bisschen. Wir werden der Bells. Gabby's Paw, wir werden Gabby. Wir werden Gabby. So. Sobald wir wieder haben, ist das Mr. Boom, Reusable Bomb Buddy, Bookworm, Boom, 10 Bombs, Butt Blast. Butt Blast. Contract from below, Tour of Clubs, was auch immer. So, ja. Vielleicht habe ich nicht mitgedacht. Vielleicht habe ich gerade nicht mitgedacht. Ace of Clubs, convert all to clubs. Das würde uns alles in Bomben verwandeln. Da würde ich darauf verzichten. Wenn es nach mir ginge. Lass mich das mal kurz. Gabby. Mitre. PGs. Der Pyjama, der Pyjama, Pyjama. Ist etwas. Bombenbag. Ja, warum nicht? Wir haben da Bomben in deine Bomben gepackt. Das ist okay. DMP. Range up. Yo, Bob's Curse. Dark Bomb. Explosivo. Lass mich mal kurz damit rerollen. Daddy's Key. Dann können wir fliegen. Fliegen. Ein extra Leben. Nie verkehrt. Mehr Range. Little Horn. Science. Hot Bombs. Dann The Book of Sin. Gib mir was Aufgeladenes. Anarchist's Cookbook. Dann kann ich nämlich tauschen. So. Dann Set Bombs, das was ich gesucht habe. Und dann lass mich noch mal kurz. Wir droppen Frames nochmal 26. Dann lassen wir nochmal gucken, was das Spiel sonst noch für uns hat. Um uns den Tag zu versüßen. Außer Space Bar Items. Ja, außer Space Bar Items. Die würde ich nach Möglichkeit nicht mitnehmen. Mr. Mega Scapula. Klar. Fanny Pack. Klar. Holy Light, Holy Light, klar. Pyro haben wir schon. Gib mir die Crown of Light. Untainable Power, Sacrificial Altar. Die Glass Cannon. Glass Cannon. Ja, mit der Glass Cannon. Stroh. Jetzt gib mir den Strohhalm. Strohhalm. Hey, Bill. Mehr Bomben. Klar, Mann. Klar, lass mich das kurz machen.
Und dann denke ich, haben wir soweit alles. Oh ja. Oh ja. Das ist angenehmer. Das ist angenehmer. Das wird alles so viel angenehmer machen. Okay. Ja, außer das. Das ist natürlich nach wie vor ein Problem. Ich kann die beim zweiten Mal nicht mehr zünden. Das könnte schwierig werden. Hey, Husky! Bobby Bombs, Homing Bombs. Klar. Her damit! Caves 2. Oh Gott. Das ist ein Chaos. Hilfe. Hilfe, Mama! Das ist zu viel Chaos. Das ist zu viel Chaos. Aber ihr erkennt, worauf es bei Game Breaks hinausläuft. Wir haben halt eine schiere, unendliche Zahl an Items, die gespawnt wurde. Wir hatten noch die Crown of Light. Ah. Das war's. Wir müssen Full Life haben. Wir müssen Full Life haben für die Crown of Light, damit die unseren Damage verdoppelt. Das ist solide. Wir haben die Broken Stopwatch. Wir haben die Broken Stopwatch. Sie macht komische Sachen. Au! Hilfe! Hilfe! Rettet mich! Wir haben zwei Solars. So geht dazu. Stirb! Ja, wir haben jetzt ein ziemlich großes Potenzial dafür, uns selbst in die Luft zu jagen. Au. Sweet. Hi, du. Was geht ab? Was geht ab? Oh, Jungs. Gertie. Oh Gott, Gertie. Hallo, Gertie. Damage Multiplier. Das ist cool. Au. Au. Damage Multiplier ist cool. Wir haben 20 Damage. Wir haben Bomben, aus denen Bomben kommen, die unsere Tränen verschießen. Und zwar alle. Das ist fantastisch gelaufen. Kann man nicht anders sagen. Das ist, wie diese Challenge nicht gedacht war, wie man sie aber sehr leicht breaken kann. Man muss nur irgendwie in die Situation kommen, dass man für einen relativ geringen Preis es schafft, Geld zu spawnen. Und zwar viel, viel mehr, als man für irgendwas braucht. Dann, das kriegt man halt durch Spawnload Penny und so relativ simpel hin. Dann muss man hoffen, dass man in einem Shop rerollen kann, wie wir konnten. Dann braucht man Restock, weil das quasi Rerollen für Fortgeschrittene ist. Denn wenn man Restock hat... Oh Gott. Ja, Duck Bomb. Du hättest dich austoben können. Brauchen wir aber nicht. Ich will hier fertig werden. So, wenn man nämlich dann Restock hat... Ja? Dann erlaubt es das einem. Sofern man... die Portable Donation Ding hat, unheimlich viel Geld zu bekommen, weil das Portable Donation Ding einfach sehr, sehr viel mehr Geld ausspuckt. Gib mir den Potato Peeler, gib mir Cancer, gib mir den Holy Grail. Sind Seraphim. Wir kriegen noch Eisbomben, wir haben Half Mind, dann sind wir das beide geil. Sind wir langsam mal Beelzebub? Und ja, das ist so ziemlich alles, auf das es dann hinausläuft. Lass mich das machen. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind,
Wenn wir schon mal hier sind. Haben wir nicht noch irgendwo Geld? Ich hätte nämlich gern den Wafer. Ich hätte nämlich gern den Wafer. Für die Sicherheit. Dann kriegen wir nur noch einen Bisher-Schaden. Das dürfte alles doch sehr viel angenehmer machen. Wafer. So, und dann würde ich sagen, go. Hilfe, Mama. Hilfe. Okay, und wir haben den Bomben-Dude. Wir haben den Bomben-Dude. Die Bomben-Dude. Tube of Meat. Wir haben den Super Meat Boy. Of Hearts. Oder nur einen normalen Meat Boy, wer weiß das schon. Ja. Hematemesis. Was auch immer. Ja, ich könnte das mitnehmen, aber ich will nicht. Ich will nicht. So. Wir sind jetzt in Necropolis 2. Das ganze Gamebreaken. Das ganze Gamebreaken hat länger gedauert, als ich gedacht hätte. Jo. Hilfe. Hilfe. Ich kann nicht mehr ziehen. Hilfe. Es passiert zu viele Scheiße auf der Pretty Fly. Ach ja, wir sind ja Guppy. Ganz vergessen. Wir sind Guppy. Oh Gott. Gibt es irgendwas, was wir nicht sind? Ja, und so funktionieren Game Breaks. Die funktionieren noch viel, viel einfacher im Greed Mode. Good Tower, Destruction Ring Spiation. Quasi, sobald man in der Lage ist, sehr, sehr viel zu spawnen, gibt's Chaos. Und Chaos ist natürlich immer eine Voraussetzung dafür. Immer eine gute Voraussetzung. Wir haben ja zur Not noch ein extra Leben, das wird uns sicher irgendwie den Arsch retten, denke ich. Judgment. Du bist cool, der andere nicht. Okay, wir jagen dich in die Luft. Hi. Ich meine, sollen wir das Ganze auch ad absurdum führen? Wir können jetzt auch noch nach hinten schießen. Das wird mich wahrscheinlich umbringen. Aber es ist lustig, okay? Es ist lustig. Alles für den Spaß. Alles für den Spaß. Alles für den Spaß. Alles für den Spaß. Ah, Hilfe. Ihr seht, Chaos und Verwirrung. Ich weiß nicht mehr, wo oben drin ist. Ich jag mich jetzt regelmäßig selbst in die Luft. Das gehört zu. Hilfe. Oh Gott. Headshot. Verdammt. Wo kommt die Bombe her? Sag mir jemand mal, wo die Bombe herkam. Wo kommen die ganzen Bomben her? Oh. Es ist der, Bran. Bombenstimmung! Yeah! Bomben! Bomben, 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 Bomben! Bomben, Bomben, Bomben! Okay, lass mich einfach zu Boss. Telepills! Telepills! Danke! Hilfe! Hilfe! Okay, was auch immer. Au! Wafer war eine gute Idee. Wafer war meine weitreichendste Entscheidung in diesem Run. Ja. Ich hätte damit rechnen können, dass das so eskaliert, aber... Gib mir Moms Razor. Oh. Ich hätte mich in den Devil Deal porten können. Aber ich hatte absolut keinen Bock. Okay. Curved Horn. Mehr Damage.
Das klingt interessant. Oh Gott. Judgment. Drop mir was Cooles, mein Boy. Zähl auf dich. Breakfast? Nee. Ja, das ist halt auch so die, die Chance bei, der ganzen Geschichte. Hä? Die Chance bei der ganzen Geschichte, brauchbare Items zu finden, nimmt natürlich immer weiter ab, okay? Weil irgendwann hat man alle Items durch, weil Chaos shuffelt alle Itempools in einen gigantischen. So, man kriegt natürlich all die guten Items, man kriegt natürlich auch all die Crap-Items, die man eigentlich nicht haben will. Und das Problem ist, ab einem gewissen Punkt, an dem wir halt sind, hat man absolut gar keine Kontrolle mehr über irgendwas, was man tut. Ich schieße halt einfach meine Träne irgendwo hin, in der Hoffnung, dass ich den Gegner treffe. Ich kann nicht mehr beeinflussen, was hier am Ende passiert, okay? Ich kann das nicht mehr beeinflussen. Es ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber das tut es immer in Game Break Runs. Daran kann man sich eigentlich gewöhnen. Wenn nicht alles aus dem Ruder gelaufen ist, dann habt ihr was falsch gemacht. Wenn ihr noch wisst, was ihr macht, dann habt ihr was falsch gemacht. Oh. Ghost Buddy. Oh. Au. Yo. Yo. Ah. Das? Wir one-shotten die. Ein erhabenes Gefühl. Ein erhabenes Gefühl. Okay, Sieg ist unser. Was kriegen wir? The Chaos Card. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein. Bis dann. Ja, nicht mehr fragen. Stream beenden.